Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie. Ja, ich bin gefragt worden, soll man denn jetzt in Gesundheits-REITs investieren? Wie sehe ich die Lage im amerikanischen Gesundheitswesen, insbesondere im Immobiliensektor, der im amerikanischen Gesundheitswesen ja eine Rolle spielt? Nun, generell muss ich sagen, ich bin da kein Experte für Makroökonomie. Aber wer sich das Gesundheitswesen in Amerika mal unter die Lupe nimmt, der kommt schon bei oberflächlicher Betrachtung nicht drumherum, gewisse Probleme zu diagnostizieren. Ich habe hier mal eins fotografiert. Was auffällt ist, auch die Amerikaner werden immer älter, sie werden immer kränker und sie werden immer dicker. Daraus folgt, dass eigentlich der Gesundheitssektor an sich, seien es nun Pharmaunternehmen oder alles, was damit zusammenhängt, wachsen sollte. Und wenn man sich überlegt, all diese Unternehmen müssen in irgendwelchen Häusern untergebracht werden, dann liegt es nahe, dass auch der gesamte Sektor der Immobilien irgendwo eine attraktive Investmentgelegenheit darstellt in diesem Gesundheitssektor. Ich habe mal drei Unternehmen rausgepickt, die ich für im Augenblick durchaus kaufenswert halte, muss aber warnen, das ist keine Empfehlung und ich bin in allen drei Unternehmen seit langem, langem, langem investiert. Die REITs, insbesondere auch im Gesundheitswesen, sind natürlich in der letzten Zeit unter Druck gekommen. Das liegt einerseits an den Zinsängsten, das liegt andererseits aber auch an der Unsicherheit im Sektor, weil man ja immer noch nicht weiß, was wird nun aus Obamacare, wie geht es weiter mit den staatlichen Gesundheitsprogrammen. Also, welche Unternehmen haben darunter besonders gelitten und sind aus heutiger Sicht trotzdem stabile, solide Einkommenslieferanten? Omega Healthcare Investors, Kürzel OHI. Die Firma war 2000 fast pleite, der Aktienkurs fiel unter 2 Dollar, das Jahrestief war bei 1,35 im Jahre 2000, die Dividende wurde gestrichen. Das Unternehmensmanagement allerdings blieb an Bord und hat die Lehren daraus gezogen. Seitdem ist man sehr konservativ, hat eine Bilanz aufgebaut, die wirklich wie eine Festung ist, Verschuldung abgebaut. Dieses Unternehmen ist tätig in einem Bereich, wo heute kaum einer rein will. Aber einer muss es ja machen. Und OHI macht es gut. Es ist also diese Skilled Nursing Facilities, übersetzt auf Deutsch, etwa medizinisch betreutes Wohnen. 256 Objekte hatte man 2009, 992 Objekte hat man im Jahre 2017. Es gab ein paar Probleme mit einem Vermieter und mit Untersuchungen des Gesundheitsministeriums bzw. des Justizministeriums über möglicherweise falsche Abrechnungen und der Aktienkurs kam daraufhin mächtig unter Druck. Die Aktie zahlt seit 15 Jahren steigende Dividenden. In den letzten 5 Jahren wurde die Dividende sogar nicht einmal im Jahr, sondern einmal im Quartal angehoben. Rentiert im Augenblick mit knapp 8% Dividendenrendite. Da sieht man, es ist kein ganz risikofreies Investment. Durchschnittlich wurde die Dividende in den letzten 15 Jahren immer um 16,8% gesteigert. Das wird mit Sicherheit weniger werden, denn die Funds from Operation, also der operative Gewinn zuzüglich der Abschreibungen, wird eben nur um 5% pro Jahr gesteigert. Trotzdem, die Aktie ist bei 38,50 fair bewertet mit einem 11,2er KGV, wie es in den letzten Jahren üblich war. Augenblicklich notiert sie deutlich darunter. Kandidat 2. Medical Properties Trust, MPW, habe ich auch schon das eine oder andere Mal vorgestellt. Das ist der einzige REIT in den Vereinigten Staaten, der auf Krankenhäuser spezialisiert ist. Nun muss man wissen, das ist ein sehr kleiner REIT. 5000 Krankenhäuser gibt es ungefähr in den USA, davon sind nur 21% in den Händen privater Investoren, das wären also roundabout 1000 Stück. Und von diesen 1000 Stück besitzt MPW ungefähr 27, allerdings davon sind auch noch einige in Spanien, Italien, Großbritannien und dem Vereinigten Königreich. Die sind also auch über den Atlantik hinweg diversifiziert, haben in 29 Bundesstaaten in Amerika ihre Krankenhäuser.
Diese Krankenhäuser haben natürlich einen unheimlich breiten Burggraben, weil so ein Ding kann man nicht plötzlich leer ziehen und irgendwo anders neu bauen. Die werden also von MPW vermietet und die Mieter, die Operatoren oder Betreiber dieser Krankenhäuser sind selbst verantwortlich für alles, was sie damit anstellen, inklusive sämtlicher Steuern, Renovierungen, Umbauten. Durch diese Fragmentierung des Marktes kann MPW recht schnell wachsen. Das haben die auch getan in den vergangenen Jahren. Deswegen ist die Dividende sehr langsam gestiegen, ungefähr 3,5% per annum. Ein Risikofaktor für den Investor ist natürlich dadurch auch immer, dass es immer wieder mal zu Aktienemissionen kommt, weil man eben dieses Wachstum nicht massiv durch Schulden finanzieren möchte, sondern eben durch die Ausgabe neuer Aktien. Trotzdem ist die Aktie nächstes Jahr dann auch in der David-Fish-Liste drin. Dann wird sie nämlich das fünfte Jahr hintereinander die Dividende steigern. Sie ist ungefähr bei 16 Dollar fair bewertet, notiert im Augenblick bei 13 Dollar, hat also auch hier noch ein bisschen Aufwärtspotenzial, wenn man das normale KGV von etwa 12,3 zugrunde legt. Dritter Kandidat, einer meiner beliebtesten Monatszahler, das ist jetzt nicht die Kursrakete, LTC. LTC ist ein Unternehmen, was 2017 den 25. Geburtstag gefeiert hat, hat 201 Objekt in den Bereichen altersgerechtes Wohnen, insbesondere medizinisch betreute Seniorenwohnheime, Gesundheitsheime für Senioren, die beispielsweise Demenzkranke betreuen oder auch orthopädische Pflegefälle. Die Probleme mit einem der Heimbetreiber haben nun das ganze Unternehmen ein bisschen unter Druck gebracht. Dieser Betreiber, das muss man wissen, der betreibt von den über 200 Immobilien 9 Heime. Und damit ist es also nicht existenzbedrohend, wenn es da mal kurzfristig zu Schwierigkeiten kommt. Die Aktie wäre, wenn man den 15-fachen Gewinn zugrunde legt, ungefähr bei 45 fair bewertet, sie notiert im Augenblick darüber. Sie wäre bei ungefähr 47 fair bewertet, wenn man das durchschnittliche 5-Jahres-KGV zugrunde legt. Auch da liegt sie leicht darüber. Es gibt also hier wenig Margin of Safety, wie Benjamin Graham sagen würde. Trotzdem bei einer Ergebnissteigerung von 4,4%, 6 bis 7% Dividendenwachstum pro Jahr und roundabout 5% Dividendenrendite halte ich das für mich zumindest für ein lohnenswertes Investment. Sie müssen auf Ihr Geld selbst aufpassen. Dabei wünsche ich viel Erfolg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die Kommentare. Euer Nils Gajowi.